das Vertrauen in die Politik erodiert, was sich auch in der Haltung zu Politikern niederschlägt. Und ich zitiere jetzt die Webseite. Sie werden bisweilen nicht nur kritisiert, sondern verachtet, angefeindet und mitunter auch bedroht. Wer Wind zählt, wird Sturm ernten. Wie man in den Wald hineinruft, wird es auch zurückschallen. Unsere Verachtung für dich, lieber Karl Lauterbach, und für deine anderen Politiker, ist Resultat deiner Verachtung für den Rechtsstaat, für die Demokratie, für die Freiheit. Und diese schallen wir dir zurück. Weiter. Gleichzeitig fehlt es an vielen Stellen kompetenter Nachwuchs für den politischen Betrieb. Nein, liebe Hertie-Stiftung, ich gehe weiter. Es fehlt nicht nur an kompetentem Nachwuchs. Die komplette Politik ist kompetenzfrei. Schreibt weiter, hier setzt ihr Projekt Beruf Doppelpunkt Politiker der gemeinnützigen Hertie-Stiftung an. Wie kann das Vertrauen in Parlamentarier gestärkt werden? Na, ich glaube, indem man sie vom Gelände aus sperrt mit imperialen Truppen, damit kann man das Vertrauen in die Parlamentarier stärken, wenn sie irgendwo hinkommen. Super! Die sich hinter Zäunen, hinter Söldnertrupps, die in schwarzer Uniform hochgerüstet dastehen, sich der Lächerlichkeit preisgeben, weil sie die Feindlichkeit für den offenen Diskurs repräsentieren. So kann man sicherlich Vertrauen in Parlamentarier stärken, liebe Hertie-Stiftung. Die Hertie-Stiftung fragt, wie können wieder mehr Menschen für ein Engagement in der Politik begeistert werden? Hier stehen Menschen, die sind begeistert für ein Engagement in der Politik. Die gehen auf die Straße, um ihre politische Meinung zu hören. Doch es sind Menschen wie Karl Lauterbach, die einen Fick drauf geben, weil sie verfassungsfrei sind. Laden Sie am 1. und 2. Juli unter dem Motto Mehrheit, Macht, Mut zu einem Demokratie-Kongress über Politik als Beruf in Frankfurt ein. Nein, Mehrheit sollte keinen Mut machen. Diese Republik fußt darauf, dass es Minderheitenschutz gibt, dass eine Mehrheit nicht diktatorisch über eine Minderheit herrschen kann. Denn die Mehrheit ist leicht zu gewinnen. Die meisten Menschen interessieren sich nicht für Politik. Sie laufen stur, dumm dem Mainstream nach und lassen sich unterdrücken, wie wir hier in der Corona-Pandemie gesehen haben. Macht, oder vielleicht macht mehr Mut. Aber was wir sehen, ist vielmehr, dass Anstand, Vernunft, Mut braucht, dass wir hier stehen, weiterhin für die Werte dieser Republik eintreten, diese Menschen in den Mülleimer der Geschichte sehen wollen. Artikel 1 bis 90, die wir wirklich ernst genommen sehen wollen. Wir stehen hier mit unserem Verfassungsbezug, während diese Menschen da hinten meinen, dass sie mit Verordnungen und Gesetzen alles machen können, in jeglicher Art, wenn sie nur einen guten Vorwand vorgeben.
Nein, wir stehen hier, weil wir die Grundrechte als Grundrechte unveräußerlich für alle Menschen ernst nehmen. Ja! Dass Menschen ihre Grundrechte erst erwerben müssen. Faschisten glauben, dass nicht alle Menschen gleich an Rechte und Würde geboren sind. Nein, Faschisten behaupten, man müsse durch solidarische Maßnahmen, indem man sich spritzen lässt, indem man sich testen lässt, indem man zeigt, dass man ein guter Staatsbürger ist, erst seine Rechte erwirbt. Nein, wir stehen hier, weil wir die Menschenwürde, die Freiheit und Gleichheit ernst nehmen. Hier sind und es ist traurig zu sehen, wie die Polizei hier vorgeht. Es ist eine Sache, den Befehlen des Grundgesetzes zu folgen, aber es ist eine andere Sache, wie man diese Dinge durchsetzt. Man hat immer einen Ermessensspielraum und Menschen, die sich ohne Plakate, ohne Fahnen auf diesem Gelände befinden, vom Gelände zu vertreiben, ist nicht notwendig. Da kann es keine Anweisung geben, die man befolgen muss. Denn es gibt hier keine Rechtsgrundlage für. Und das ist etwas, was wir beachten müssen. Wir brauchen eine anständige Polizei, die sich darauf beruft. Gegen Minderheiten, die irgendwie demonstrieren. Nein, der Schutz des deutschen Volkes bedeutet auch, dass man Versammlungsfreiheit gewährt, dass man die Leute dort sein lässt, dass man die Leute auch mit in den Diskurs gehen lässt und dass man nicht einfach sinnlos Leute von einem Gelände vertreibt, ohne dass es jegliche Rechtsgrundlage dafür gibt. Das bedeutet nicht, das deutsche Volk zu schützen. Das bedeutet, eine übergriffige Regierung zu schützen. Bravo! Fett und faul! Fett und faul! Fett und faul! Die sich fett und faul in ihrem Elfenbeinturm verschanzt und darüber schwadroniert, was denn Demokratie ist. Denn wir wissen ja alle, so richtig demokratisch bestimmen, was Demokratie ist, können die Politiker eben nur, wenn sie schön mit Abstand mit ihren Freunden jenseits des Pöbels diskutieren wollen. Wir müssen weiter auf die Straße gehen, denn wir sind es uns selbst, unseren Kindern und unserem Land schuldig, dass wir Faschisten nicht in Regierungsverantwortung tolerieren, dass wir Faschisten, intolerante Menschen, Feinden unseres Grundgesetzes nicht weiter eine Bühne bieten. In diesem Sinne, bleibt standhaft, zeigt Karl Lauterbach, zeigt den anderen Politikmarionetten, was Demokratie bedeutet. Vielen Dank! Ja!